Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Das hier war immer ein wunderbares Hilfsmittel in der Schule, der sogenannte Tintenkiller. Wenn man sich verschrieben hatte, konnte man das Falsche damit löschen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich einen sehr hohen Bedarf bzw. Verbrauch an solchen Tintenkiller. So einen Killer sollte es auch für das Leben geben, wo man Falsches einfach mit auslöschen könnte. Und wo man danach die Chance hat, nochmal neu alles fehlerfrei zu Papier zu bringen. Mich erinnert dieser Tinten- oder Fehlerkiller an ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Gott spricht: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht befreiend, erlösend? Gott löscht gleichsam das Falsche, das Misslungene in unserem Leben ausmacht. Reine Weste, vor uns liegt weißes, unbeschriebenes Papier. Wir dürfen von vorne beginnen und ich kann nur darüber staunen. Und ich lade Sie ein, dass diese Befreiung in diesem Gottesdienst gefeiert wird. Freuen Sie sich mit mir heute auf Regine Kunz-Veit. Seit 20 Jahren trägt die Pfarrerin und Autorin Verantwortung für die Zeitschrift Frau und Mutter Lebensspuren. Ich lade Sie ein, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gast und ein Fremder, so ziehen wir umher. Unser Herz ist noch unruhig und sehnt sich nach mehr. Wir glauben fest, wir hoffen doch, das Beste kommt für uns erst noch. Denn wir haben hier keinerlei bleibende Stadt. Unser Zukunft hängt nicht von hier und heute ab. Und so folgen wir dem, der versprochen hat: Ich bereite für euch eine bleibende Stadt. Unser Wandern führt uns an so vielem vorbei, manches unfassbar Schwere, manches Schöne dabei, nichts davon hält, nichts davon bleibt, von alledem für alle Zeit. Und nun gehen wir getrost und beschweren uns nicht, haben das, was wir haben, so als hätten wir's nicht. Wir ziehen voran und sehen auf den, der uns verspricht, voranzugehen. Denn wir haben hier keinerlei bleibende Stadt. Unsere Zukunft hängt nicht von hier und heute ab. Und so folgen wir dem, der versprochen hat: Ich bereite für euch eine bleibende Stadt. Eine bleibende Stadt. Eine bleibende Stadt. Lassen Sie uns zusammen beten mit Worten aus Psalm 103 nach einer neuen Übersetzung. Ich freue mich über den Herrn, alles, was ich bin und habe, mein Herz, mein Verstand, alles soll ihn loben. Ich freue mich über den Herrn, ich will immer an ihn denken und will nicht das Gute vergessen, das er mir bis heute getan hat. Ich freue mich über den Herrn, er hat mir die Schuld vergeben. Er heilte, was an mir krank war, und schenkt mir neues Leben.
Ich freue mich über den Herrn. Seine Gnade ist groß wie der Himmel. Er liebt alle, die ihn fürchten, wie ein Vater seine Kinder. Ich freue mich über den Herrn, über den allmächtigen Vater, über den Sohn Jesus Christus und über den Geist, der uns heiligt. Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, du Quelle des Lebens, wir danken dir für diesen Tag. Wir leben von dir, von dem, was du uns gibst. Du bist das Brot des Lebens. Wir leben von dir, von dem, was du uns sagst. Dein Wort ist das Licht auf unserem Weg. Wir leben von dir, von dem, was du uns Gutes tust. Deine Güte sorgt für uns alle Tage. Und wir bitten dich, begleite uns auch jetzt in dieser Zeit, stärke uns und ermutige uns. In Jesu Namen. Amen. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast heute in der Stunde des Höchsten. Regine Kunz Veit. Sie ist Religionspädagogin und Theologin. Sie ist verheiratet, hat 4 Kinder, hat 4 Enkelkinder. Sie ist Bestsellerautorin und verantwortlich für die Herausgabe der Zeitschrift Frau und Mutter – Lebensspuren. Das Motto von Regine Kunz Veit ist, keine heile Welt vermitteln, sondern die Alltagsprobleme benennen, Leben und Lebensspuren beschreiben und zeigen, dass in einer verrückten Welt mitten im Unheil und Unheilem auch das Heil und das Heilende erfahrbar ist. Freuen Sie sich mit mir auf einen ganz spannenden Gast. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Frau Kunz Veit. Dankeschön, ich freue mich auch. Woraus speist sich dieses Lebensmotto, das Sie haben? Aus meiner eigenen Lebensgeschichte und Lebenserfahrung. Als Frau und Mutter mit den 3 Ks, Kinder, Küche, Kirche, die ich immer gelebt habe, waren die Begegnungsmöglichkeiten für allerlei Lebensspuren schon darin immer enthalten. Das heißt, im Beruf, im Umgang, in der Seelsorge, in der Gemeinde, in der Schule, dann in Ehrenämtern, in der Landeskirche, Landessynode und dann im redaktionellen Tun natürlich auch, vor Ort in den Gemeinden von Hamburg bis nach Berchtesgaden, Kontakt mit Menschen, mit Frauen, die gleiche und ähnliche Lebenserfahrungen haben wie ich. Wie bekommt man das zusammen, Familie und Beruf? Mhm. Was mir schon immer sehr wichtig war, das auch beides sinnvoll und ordentlich zu leben. Und wie bekommen wir die Themen, die das Leben uns vor die Füße legt, gemeinsam gestaltet? Und die Hauptquelle dafür, das ist die Rückbindung an Gott, an die göttliche Kraft. Jetzt sind Sie als Autorin unterwegs, als Pfarrerin, viel als Referentin unterwegs, ja. Frau und Mutter verheiratet. War Ihnen denn das Frau- und Muttersein zu wenig irgendwann? Nein, das war mir nicht zu wenig und ist mir auch heute nicht zu wenig. Im Gegenteil, es war immer ein großes Paket. Aber ich fand es immer wichtig, das auch im Austausch mit anderen zu leben und mich auch nicht abzuschneiden vom Geschehen draußen. Denn mit Kindern zusammen Leben zu gestalten, aufzuwachsen, ist für mich einfach wichtig, dass man die Anbindung hat, auch nach dem Draußen und immer wieder neue Impulse nach innen bringen kann. Und wenn man das in guter Weise mit den Kindern, mit der Familie, mit dem Partner abstimmt, dann ist es möglich. Ich verheimliche nicht,
Wir sind etwas privilegiert durch bestimmte Berufe, wo man sich Zeiten dann auch eben anders gestalten kann. Mein Mann ist auch im kirchlichen Dienst und da konnte man das gut einteilen und aufteilen. Und so hat es funktioniert. Viele von Ihren Erfahrungen, vielen von diesen Impulsen, von denen Sie gerade erzählt haben, bringen Sie in dieser Zeitschrift heraus. Lebensspuren, Frau und Mutter. Und diese Zeitschrift hatte eine bewegte Vergangenheit und es gibt sie auch schon seit über 100 Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Im 101. Jahr sind wir. Warum müssen Frauen und Mütter Lebensspuren lesen? Was finden Sie darin mehr, was Sie nicht schon im Bild der Frau, in Amica oder in der Bunten finden? Ja, das ist eine gute Frage. Warum müssen das Frauen lesen? Es ist zum einen die alte und bewährte Tradition, wie gesagt, seit über 100 Jahren, kleine Impulse in den Alltag hineinzugeben. Und Frauen und Mütter, die ein vielfältiges Leben haben, ein reiches Leben, haben oft wenig Zeit zu lesen. Und ich denke, da sollte man in der wenigen Zeit was Gutes lesen, was einem auch geistig etwas gibt, was einem stärkt, manchmal auch tröstet, je nachdem, was gerade dran ist. Und die Zeitschriften oder Zeitschriften, die Sie jetzt erwähnt haben, die gehen mehr auf das Äußere der Frau. Und wir gehen mehr auf das Innere. Unsere Themen sind Fragen des Alltags, wie gehe ich um mit Sorgen, wie gehe ich um, wenn Kinder Probleme machen, Probleme in der Partnerschaft, was kann da eine Ausrichtung sein, aber einfach auch so die Alltagserlebnisse, was begegnet uns und worin spüren wir eben auch Gottes Führung in unserem Alltag. Und das finden Sie in den anderen Zeitschriften so nicht. Spannend. Ergänzen Sie doch mal bitte folgende Sätze. Ich setze mich für diese Zeitschrift immer noch gerne ein, weil? Weil ich durch die Rückmeldung von vielen Frauen und Müttern im ganzen Land sehr viel Zuspruch und Zustimmung erfahre. Die Zeitschrift wurde im Dritten Reich verboten, wurde aber heimlich weiter gedruckt in Raubkopien, weil es mit dem Mutterbild der damaligen Zeit nicht übereingestimmt hat. Was war das Mutterbild der damaligen Zeit? Ja, Söhne zu produzieren für den Kampf des Dritten Reiches. Und im Untergrund wurde heimlich die Zeitschrift weitergedruckt? Die Zeitschrift wurde mit Raubkopien weitergedruckt und auch weitergegeben, sodass wir letztes Jahr eben 100 Jahre feiern konnten. Wir haben schon fast einen ganzen Buchladen mit Angeboten von Ihnen hier aufgebaut. Ihre Erfahrungen, auch die von der Zeitschrift, haben Sie gebündelt in einem ganz spannenden Buch, Lebensspuren durch das Jahr. Das Spannende an diesem Buch, finde ich, ist, dass Sie alles zusammenbringen an Lebenserfahrungen und Lebensspuren mit dem Jahr, mit der Jahreszeit. Also zum Beispiel im Januar geht es um Vertrauen, Zeit und Pläne, im Mai geht es um Liebe, Muttertag, im Juli um Wege, Bewahrung, Oktober dann Dankbarkeit, Dezember Geburt. Ist es für Sie wichtig, dass man den Lebenslauf mit dem Jahreslauf zusammenbringt? Ja, sehr wichtig. Also ich denke, wenn wir so den Raster der Rhythmen der Jahreszeiten, aber auch Rhythmus des Kirchenjahres in unser Leben hineinholen, dann ist das eine gute Schnur, an der wir entlang gehen können. Und ich habe versucht, in dem Buch einfach Woche für Woche durch die 52 Wochen des Jahres kleine Texte zusammenzustellen aus dieser 100-jährigen Geschichte von Lebensspuren Frau und Mutter und auch Impulse zu setzen. Wie können wir Leben gestalten? Was stärkt unser Vertrauen? Was gibt uns Hoffnung? Was kann uns Mut machen? Und ich denke, das ist angesagt in unseren Zeiten, dass wir Menschen Mut machen. Eben nicht nur das Heillose sehen, sondern auch das Heil und das Heilende verkünden. Ich habe über dieses Buch Lebensspuren Folgendes gelesen. Lebensspuren ist als Reiseführer zu verstehen, nicht um ferne Inseln oder Metropolen zu entdecken, sondern um Wege der Verwandlung zu weisen, der Verwandlung der eigenen kleinen, nahen, vertrauten Welt in einen Ort der Erfüllung, des Entdeckens und des Glücks. Können Sie sich erinnern, was waren so die wichtigsten Momente der Verwandlung bei Ihnen persönlich? Das waren ganz unterschiedliche Erfahrungen. Das waren zum einen meine beruflichen Schnittpunkte, sich zu entscheiden. Ich hatte zunächst einen anderen Beruf, dann eben zu studieren, Theologie, Pfarrerin zu werden, in den kirchlichen Dienst zu gehen. Das war so ein Schnittpunkt. Ein großer Schnittpunkt waren dann auch
meine Kinder, die Erfahrung, Kinder zu haben, mit Kindern ja, zu wachsen, zu reifen, zu lernen, heute noch immer neu zu lernen, auch wenn sie jetzt erwachsen sind, waren Schnittpunkte. Und gerade bewege ich mich an einem neuen Schnittpunkt, nämlich auf das Alter zuzugehen und mir zu überlegen, ja, ich bin jetzt 60 Jahre, was kommt dann, was kommt noch? Und da offen zu sein für das, was der Himmel mit mir vorhat. Und da bin ich jeden Tag neu gespannt darauf. Was gibt denn die Oma ihren Enkeln für einen ganz konkreten, kompakten Lebenstipp mit auf den Weg, wenn sie vor Wandlungen stehen? Also Wandlungen haben ja oft auch mit Krisenzeiten zu tun, mit Grenzerfahrungen. Was kommt da von der Oma für ein mütterlicher, großmütterlicher Rat? Also es gibt so einen Spruch, der mir nachgesagt wird, nie sagen, ich kann das nicht, mindestens dreimal versuchen. Und dann auch die Rückbindung zu haben, wir haben das Gespräch miteinander, wir stützen uns, man muss nicht immer alles gleich können, man darf auch scheitern. Und als Oma, bei meinen eigenen Kindern ist das, denke ich, nicht so gut gelungen, aber als Oma ist man ruhiger und gelassener. Einfach auch ein Stück Barmherzigkeit zu üben, Ruhe zu vermitteln, den Rücken zu stärken bei dem, was die Kinder so umtreibt. Das tut gut. Sie hören und sehen, mit Frau Kunz-Veit könnte man Stunden sprechen. Ich freue mich, dass wir Sie ab jetzt häufiger im Gottesdienst erleben. Sie werden uns immer wieder Texte der Ermutigung, Inspirationen für Glauben und Leben aus Ihren Büchern lesen. Ich freue mich auf die Texte, bin gespannt, was Sie uns an Ermutigung mitgeben. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Eines muss ich ja noch sagen, diese Zeitschrift können nicht nur Frauen und Mütter abonnieren. Ich werde selbst auch zu den Abonnenten gehören, weil mir die Texte einfach sehr gut tun und die Impulse. Wir haben diese Zeitschrift für Sie. Wenn Sie sie wollen, melden Sie sich bei uns. Die tut gut. Alles Gute für Ihre Zukunft. Vielen Dank fürs Dasein und fürs immer wieder Dasein, Frau Kunz-Veit. Gerne. Und bis nachher, da hören wir Sie dann. Dankeschön für unser Gespräch. Ich wollte Sie heute fragen, was Sie gerade für ein Blatt auf der Hand haben. Kreuz 9, Kreuz 8, das ist ziemlich wertlos. Damit macht man keinen Stich. Pik Dame, auch nicht besonders wertvoll. Das vielleicht, damit könnte man einen Stich machen mit dem Pik Ass. Da ist also viel wertloses Zeug dabei. Das sieht fast aus nach einem schlechten Blatt, das man in seinem Leben hat. Wenn einen da das Leben reizt, mit seinen ganzen Herausforderungen, dann muss man bald aussteigen. 18, 20, 204 weg, 37, 3, 5, 6, 40 und so weiter. Natürlich ist auch das eine oder andere dabei, mit dem man dann vielleicht eine Chance hat, einen Stich machen kann. Ob das alles zum Gewinnen reicht, bleibt abzuwarten. Manche von uns haben den Eindruck, ausgerechnet jetzt muss ich mitspielen mit so einem miesen Blatt auf der Hand und dann muss man auch noch gute Miene zum schlechten Spiel machen.
Vielleicht geht es Ihnen mit Ihrem Blatt so wie Luisa, die sagt: Das Leben ist wie ein Kartenspiel und ich habe ein ganz mieses Blatt bekommen. Luisa war eins von 15 Millionen verlorenen Kindern in Südamerika. Sie lebte in Nova Iguazu, einer Stadt in Südbrasilien. Die Mutter war schon früh verstorben, der Vater hatte sie weggeschickt. Sie landete auf der Straße zum Abschuss oder zur Prostitution frei. Luisa bekam mit 14 Jahren ein Kind, Raphael. Luisa wird geschlagen, gedemütigt von Zuhältern, Kriminellen, sogar von der Polizei. Lisette, eine Krankenschwester aus Deutschland, die in Nova Iguazu ein Heim für AIDS-infizierte Mädchen gegründet hatte, findet Luisa in der Gosse. Ihr totes Kind in den Armen, sie selbst völlig am Ende. Lisette bringt Luisa in die Terra Promissa, in das gelobte Land. So heißt ihr Heim für verlorene Mädchen. Zum ersten Mal in ihrem Leben schläft Luisa im sauberen Bett mit weißen Kissen. Jetzt, sagt sie, habe ich einen Trumpf gezogen. Auch wenn ich bald sterben muss wegen AIDS, wenigstens sterbe ich in weißen Kissen. Wer ein schlechtes Blatt auf der Hand hat, der wird häufig von der Angst geleitet. Ich habe die A-Karte gezogen. Und er wird beherrscht von der Frage: Spielen die anderen mich jetzt aus? Spielen sie mich in Grund und Boden? Bin ich noch dabei in der nächsten Runde? Reicht das, was ich habe? Oder werde ich ausgestochen? Von einem wird erzählt in der Bibel, der auch schlechte Karten, ein mieses Blatt auf der Hand hatte. Das heißt, dass es sich begab, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus blieb stehen, ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wissen Sie, das sind richtig schlechte Karten gewesen, ein richtig schlechtes Blatt auf der Hand, blind geboren zu sein, zur Zeit Jesu. Das bedeutete den Lebensunterhalt der Familie, die einen aus Barmherzigkeit am Tisch mitessen ließ, durch Betteln mitzuverdienen, keinen Eigenwert zu haben. Ich bin nichts wert, heißt die Bitte jeden Bettlers. Ich bin nichts wert, nur eure Mildtätigkeit kann mir helfen. Ich führe kein eigenes Leben, sondern ein Leben von euren Gnaden. Und ich habe Angst. Angst davor, heimzukommen und keinen Cent im Hut zu haben, ausgeliefert eurem Geschimpfe und Gespött. Nur eine Last hat man mit dir, noch nicht einmal zum Betteln taugst du, nicht einmal dazu, dass wir wenigstens ein Stück weit auf deine Kosten leben könnten. Nichts, du bist nichts wert. Und dann erleben beide, Luisa, die von sich sagt, ich habe ein ganz mieses Blatt auf der Hand, und der Blinde, der auch ganz schlechte Karten hat in seinem Leben, dann erleben sie etwas Besonderes, nämlich: Die Karten werden neu gemischt und sie werden neu ausgeteilt. Und das Spiel kann von vorne beginnen. Zum Leben gehört, dass die Karten immer wieder neu gemischt werden. Von Anfang an bis zum Lebensende. Gott sei Dank ist das so. Denn das heißt doch zunächst einmal, ich bin noch nicht draußen, ich spiele noch mit, ich spiele noch eine Rolle. Ich bin noch dabei, ich habe immer wieder neue Chancen, neues Spiel, neues Glück. Vielleicht spüren Sie im Augenblick, dass die Karten neu gemischt werden. Mit welchem Blatt gehen Sie in die nächsten Runden? Es bleibt spannend. Wie sagt Arthur Schopenhauer? Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen. Stimmt das? Ich persönlich glaube etwas anderes.
Wir Christen glauben, dass wir das Blatt, mit dem wir spielen, von Gott gemischt und ausgeteilt bekommen. Und egal, ob wir dann ein mieses Blatt auf der Hand haben, Gott bietet uns einen echten Trumpf an. Nicht nur ein Ass. Er bietet uns einen Trumpf an, genannt Kreuzbube, der uns vielleicht schon längst in der Hinterhand ist. Und mit diesem Trumpf, mit diesem Kreuzbube wendet sich das Blatt auf der Hand. Das haben wir bei Luisa gemerkt. Das hat uns der Blinde, von dem in der Bibel erzählt wird, bestätigt. Beide erleben, mit dem Kreuzbuben kann das Leben noch so gegen uns reizen. Kein Grund zum Resignieren und Verlieren. Der Kreuzbube ist unendlich viel wert. Warum ist der Kreuzbube so viel wert? Warum ist der Sohn Gottes am Kreuz so viel wert? Jesus beschreibt uns seinen Wert, wenn er seinen Weg ans Kreuz geht, immer wieder. Und schon vor Jesus haben Propheten diesen Weg ans Kreuz beschrieben. Und sie haben erklärt, warum das für uns so wertvoll ist. Lesen Sie in Jesaja 53. Fürwahr, er trägt dort am Kreuz unsere Krankheit und er lädt dort auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist dort um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb ist der Kreuzbube Trumpf in unserem Spiel, auf unserer Hand, weil er am Kreuz für uns das Blatt gewendet hat. Heilung ist möglich, Frieden ist möglich. Auf wunderschöne Weise bringt es der Hebräerbrief auf den Punkt, warum der Kreuzbube so wertvoll ist. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, egal welchen Eindruck Sie gerade von diesem Blatt haben, das Sie auf der Hand haben, dass Sie den nicht vergessen, den Sie in der Hinterhand haben, der für Sie mit im Spiel ist und das Blatt wenden kann. Der Kreuzbube, unser Trumpf, der Sohn Gottes am Kreuz. Amen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark. In denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark. Selig und beladen sind. Wir sind zu schwach, um uns noch festzuhalten. Die letzten Kräfte sind schon lang verzehrt. Doch unsere Hoffnung werden wir behalten.
dass unser Gott sich nie von uns abkehrt. Wir sind zu schwach, um uns noch aufzurichten. Es scheint uns aussichtslos, sich noch zu wehren. Doch die Bedrängnis wird uns nicht vernichten. Uns bleibt vor allem noch die Kraft des Herrn. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark. In denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Lass die an mir, an meiner Gnade genügen. Lass die an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Ich möchte Sie herzlich ermutigen, wenn Sie Gebetsanliegen haben, lassen Sie uns daran teilhaben. Wir beten gerne für Sie. Denn wir werden immer wieder ermutigt durch Sie, wenn Sie uns sagen, ich habe eine Gebetserhörung erlebt. Also, beten lohnt sich. Tragen Sie Ihre Gebetsanliegen ein unter www.stundedeshoechsten.de oder rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, was Ihnen im Augenblick Probleme bereitet. Lassen Sie uns nun miteinander und füreinander beten. Gott, du weißt alles von uns. Du kennst auch das, was wir uns selbst nicht so gerne eingestehen, an Ratlosigkeit, Angst, Verzagtheit. Du weißt, was wir dir und unseren Mitmenschen schuldig geblieben sind. Das alles bringen wir vor dich, unsere Sorgen, unsere Schuld und unsere Zweifel. Und wir bitten dich in Jesu Namen, gib uns nicht auf. Guter, heiliger Gott. Und gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Sie gerne segnen. Gehen Sie unter dem Segen und in der Kraft unseres guten Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
unter dem Segen des Höchsten. Unter dem Segen des Höchsten wandeln sich die Maßstäbe des Lebens. Wir lernen es, die Dinge dieser Welt und die Menschen um uns her mit anderen Augen zu sehen. Unter dem Segen des Höchsten werden wir zufriedener und dankbarer. Unter dem Segen des Höchsten geraten wir unter das seltsame Gesetz, das aus Verlust Gewinn und aus Armut Reichtum werden lässt. Unter dem Segen des Höchsten wissen wir in getroster Verzweiflung nicht, wie unser Weg läuft, aber wohin er führt. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Gerne möchten wir mit Ihnen in Verbindung bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Post, auf Ihre Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort gibt es übrigens auch die Predigten zum Herunterladen. So können Sie diese noch einmal nachlesen. Wir sind auch auf Facebook. Auch dort können wir miteinander ins Gespräch kommen. Monatlich verschicken wir per E-Mail den SDH-Newsletter, in dem Sie Neuigkeiten über unsere Arbeit erfahren und natürlich auch eine Programmvorschau erhalten. Wenn wir Ihnen diesen zuschicken dürfen, melden Sie sich bei uns. Wir haben auch verschiedenes Werbematerial für den Gottesdienst. Es gibt zum Beispiel Plakate, die Sie überall aufhängen können, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen. Wir haben Postkarten und Aufkleber für Sie und es gibt eine neue Imagebroschüre über den Gottesdienst, wo alles Wissenswerte drinsteht. Gerne schicken wir Ihnen diese kostenlos zu. Herzlichen Dank für alles, was Sie uns an Unterstützung zukommen lassen. Verschiedene Möglichkeiten gibt es, dies zu tun. Per SMS einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit 5 Euro zukommen lassen. Oder Sie spenden online über die Homepage. Oder Sie bestellen sich so eine kleine SDH-Spendenbox. Die können Sie überall aufstellen und für die Arbeit von Stunde des Höchsten sammeln lassen. Herzlichen Dank für alles, was Sie uns zukommen lassen. Das war's für heute. Gehen Sie behütet in die nächsten Tage. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal in der Stunde des Höchsten wiedersehen. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.